So, es ist soweit. Die ersten Schnecken ziehen heute ein. Posthornschnecken in der Farbe Rot. In der Tüte kann man es jetzt leider noch nicht so gut sehen. Ich guck mal, wenn ich hier rumgehe und reinzoome. So, dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen erkennen. Später im Aquarium werde ich sie auf jeden Fall euch nochmal genauer zeigen, kann man ein paar Aufnahmen machen, kann ich ja dann zusammenschneiden. Wir gewöhnen sie jetzt erstmal ganz langsam hier an die Temperatur. Ich denke, so 1,5 Stunden werde ich ja alle paar Minuten so ein halbes Schnapsglas nehmen und dann einfach oben in den Beutel, sodass sie keinen Schock kriegen mit dem Temperaturangleich. Also, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob sie sich wohlfühlen, wir hoffen. Angemacht. Und wie man sieht, sie leben, bin ich sehr, sehr froh. Denen geht's gut. Sie gewöhnen sich jetzt langsam ans Wasser. Bin gespannt. In einer Stunde wird's dann soweit sein. Dann kommen sie ganz ins Becken. Das ist schon sehr faszinierend. Guck mal, wunderschön das Gehäuse. Süß, wie die aussieht. Oh, aufpassen. Krass, die will nicht davon ab, gell? Komm, geh auf den Stein. Süß. Ui. So, zweiter Versuch. Ui. So. Alle guten Dinge sind drei. Bin gespannt. Jetzt ist sie fest. Ja, jawohl, die erste ist eingezogen. So, die zweite zieht ein. Oh, so jetzt. Ja. Jawohl, die zweite. So, die dritte zieht ein. Die freut sich da, den Bakterien-Ding zu essen. Jawohl, perfekt. Jetzt dachte ich zum Ende einfach noch mal ein paar allgemeine Infos für euch, sozusagen, dass das Süßwasserschnecken sind. Und dass sie halt einfach wirklich sehr pflegeleicht sind. Die ideale Temperatur ist zwischen 18 und 28 Grad. Der pH-Wert ist zwischen 7 und 8. Und ja, so eine mittel bis hohe Wasserhärte. Also ich teste regelmäßig das Wasser. Wir werden das, glaube ich, jede Woche testen. Und bis jetzt ist alles optimal. Wie gesagt, wir hatten eine bisschen schnellere Einlaufphase vom Aquarium. Und haben dafür diesen Aquarapid oder so benutzt und haben dann jeden Tag das Wasser gemessen. Und das war schon am zweiten Tag, war das Wasser wirklich richtig, also von den Werten her alles, kein Nitrat mehr oder so. Also wirklich richtig gut die Werte dann gewesen. So, kommen wir auf jeden Fall weiter. Die Ernährung, fressen Algen, Futterreste, abgestorbene Pflanzen und eben Biofilm. Biofilm haben wir jetzt noch an den Ästen, also sozusagen, ja, diese Bakterienteppiche haben wir noch ein bisschen, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, Gemüse, spezielles Schneckenfutter kann man den füttern, gell. Wir lassen die jetzt einfach mal ohne Schneckenfutter, sondern ja, alles ein bisschen abgrasen im Aquarium und diese Bakterienteppiche. Vermehrung, es sind Zwitter, also das bedeutet, die können, ja, beide Geschlechter annehmen und sich eigentlich auch selbst befruchten. Wir haben aber drei Stück geholt. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe nicht, dass es eine Überpopulation gibt oder na. Und wenn, dann werden wir sie irgendwo verkaufen. Irgendwo werden wir sie an den Mann bringen. Da werde ich dann dort, wo wir sie gekauft haben, fragen. Jetzt hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Und wenn wir ein paar mehr haben, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Wir haben 125 Liter. Deswegen alles in Ordnung. Und auf was man noch achten sollte, ja, ich guck grad.
Nee, sonst eigentlich ist das meiste gesagt. Man muss halt aufpassen. Vertragen sich mit den meisten Fischen, muss man halt aufpassen, dass man da jetzt keine Schneckenfresser reinmacht. Das ist aber klar und sollte klar sein. Ansonsten wirklich sehr, sehr pflegeleicht und wie ich finde, wunderschön die Farbe, wo wir jetzt hier ausgesucht haben. Gibt es auch noch in anderen Farben. Wir haben uns halt aufgrund des blauen Bodens sozusagen, blauen Kies halt, für die rote Farbe entschieden vom Kontrast. Also, vielen Dank. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Video.